Willkommen zu einem neuen Pokémon News Video, denn es gibt mal wieder ein paar Sachen, die besprochen werden müssen. Vor ein paar Tagen haben einige YouTuber, ein Video zu einem bestimmten Artikel gemacht auf Reddit, den ich schon sehr interessant finde. Und ich wollte auch mal meine Meinung dazu geben und euch dann auch ein bisschen dazu informieren. In dem Artikel geht es nämlich um Laura Brass. Ja, sie ist eine Videogame-Kritikerin, kann man schon sagen, und bekommt dadurch auch erste Eindrücke zur Switch und etc. Natürlich ist das Ganze noch nicht richtig confirmed, aber in diesen, Texten, die wir uns gleich angucken werden, hat sie sich mit einigen anderen Leakern schon unterhalten, wo sich einige Sachen halt schon zu der Switch bestätigt haben. Sie redet halt auch nicht nur über Pokémon für die Switch, also bei uns den Codenamen Pokémon Stars, sondern auch über allgemein Spiele für die Switch. Aber da wir uns hier eigentlich nur mit Pokémon befassen, habe ich auch gedacht, dass wir auch erstmal nur das Thema Pokémon hier untersuchen werden. Sie wird nämlich in dem Laufe des Gesprächs gefragt, ob sie irgendwas zu Pokémon Stars weiß und wie es so mit den ganzen Sachen zu Diamant und Perl aussieht. Dazu sagt sie halt, dass sie Tom Phillips, also den Herrn, der bei Eurogamer halt die Sache mit Pokémon Stars geleakt hat, nicht, in die ganzen Leaks hereingrätschen wollte und sich selber nicht so mit Pokémon Stars befasst hat. Dann sagt sie auch noch, dass das Spiel vielleicht sogar Pokémon Eclipse heißen könnte. Das Ding ist nur, dass es schon ein Pokémon, Fangame namens Eclipse gibt und ich glaube, dass sie das dann eher schon weggebannt hätten. Es könnte natürlich sein, dass Prism rauskommen könnte und das vielleicht etwas anderes sein wird als Stars, weil Prism war ja das letzte Game, was von der Pokémon Company weggebannt wurde. Das jetzt zum Namen. Der Name ist nämlich eigentlich nur ein Codename, wie auch schon bei Pokémon Sun and Moon ist Pokémon Rainbow war oder auch bei etlichen Spielekonsolen, wie bei der GameCube. Die ist nämlich früher Dolphin. Also so Codenames werden erstmal verwendet, damit man das Spiel so ein bisschen umschreiben kann und damit man halt sich noch ein bisschen was dazu überlegen kann. Des Weiteren berichtet sie ein bisschen was über eine Corrin Amiibo, also von Fire Emblem halt. Aber dann sagt sie auch etwas über 20 neue Pokémon für Pokémon Stars. Sie sollen nun nämlich etwas herausgefunden haben, das bestätigen soll, dass es wohl über 20 neue Pokémon geben soll in Pokémon Stars, was natürlich schon sinnvoll wäre. Denn es ging ja auch in den letzten Tagen der Nintendo Switch League mit den ganzen Games, die dann zum Release rauskommen sollten, wie zum Beispiel auch Mario Kart 8. Das ging halt gerade so auf Twitter rum, habe ich auch retweetet. Und da stand ja auch, dass es mehrere neue Strecken geben würde. Ich glaube, das waren so 8 oder 16. Und das würde natürlich jetzt sinnvoll sein, wenn man dann auch neuere Pokémon einfügt zu Pokémon Stars, um damit halt auch nochmal das Spiel für die Switch ein bisschen zu promoten. Oder halt für Pokémon Sonne und Mond für die Switch halt, nur mal neue Pokémon hinzuzufügen. Wie sich das dann alles ausübt, keine Ahnung. Aber es wäre auf jeden Fall schon sinnvoll. Ich würde es halt auch schon für nicht nur einen Leak, sondern auch schon für die Wahrheit halten, weil das wäre einfach sinnvoll, neue Features einzubauen, wie zum Beispiel neue Pokémon. Und ich gehe meiner Meinung nach davon aus, dass es auf jeden Fall passieren wird, dass sie neue Pokémon einfügen werden. Was ihr davon haltet, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Viel mehr gibt es jetzt leider noch nicht dazu zu sagen, aber dieser Pokémon Stars oder Pokémon Switch Hype, der baut sich gerade schon so ein bisschen auf und ich frage mich, wann wir die ersten offiziellen Infos dazu bekommen, ob es da wirklich ein Pokémon-Game für die Switch jetzt geben wird. Denn ich schätze mal, wenn wir jetzt schon alle so ein bisschen was über Leaks herausfinden und das vielleicht sogar bewahrheitet wird, können wir auch schon 2017, also dieses Jahr, mit dem Pokémon-Switch-Game, rechnen. Also ich bin sehr gespannt, was uns dazu in den nächsten Wochen oder Monaten so erreicht. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr von den ganzen Thematik hier haltet. Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.